Hey, 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 ich melde mich wieder zurück aus Far Cry 3. Da bin ich wieder. Und ja, wir wollten jetzt mal zum Schiff der Medusa und es noch einmal versuchen. Es ist ja nicht mehr die 13. Folge, also sollte es jetzt auch klappen. Hoffe ich. Aber zuerst müssen wir hier uns ein Vom bisschen. Piraten nur so wimmeln, ich suche mir einen Aussichtspunkt. Und ich hoffe, der Hintergrund, also die Hintergrundgeräusche, sind jetzt auch etwas lauter. Ich habe da so ein bisschen rumexperimentiert und ich hoffe, ihr versteht jetzt die Stimme gut. Ich kriege dich. Okay, Jason, diese Piraten zu erledigen. Ich wollte ihn jetzt noch weiter. Ach, egal. Ja, dann bleibt er eben da liegen, ist mir auch egal. Wo haben wir hier denn noch welche? Ich weiß ja jetzt mittlerweile schon, wo ein paar sind. Da waren zwei. Da hinten waren, glaube ich, auch welche. Da, genau. Auch zwei. Vielleicht, wenn ich den jetzt, den da hinten jetzt zuerst ausschalte. Perfekt gelaufen. Genauso wollte ich es eigentlich machen. Alter, ich re richtig schon wieder voll wenig, weil ich mich wieder voll anstrengen muss. Ich bin angespannt wie nichts. Alles klar. Wir haben den Schlüssel. Alter, der Sound jetzt im Hintergrund ist richtig geil, wenn ihr das hört. Hoffe ich doch. Der Schall hier durch den Schiffsrumpf ist wirklich echt geil gemacht. Wow. Alright. Scheiße. Und wo pfeifen die? Ja, leck mich am Arsch. Scheiße! Wow! Jetzt bist du dran. Nein, 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 bin ich nicht. Schwimmen! Oh verdammt, ich wurde hier fast entdeckt. Ich weiß aber immer noch nicht, von wo überhaupt. Da. Scheiße. Okay, die Mission können wir vom Neuen machen. Weil es mal wieder nicht geklappt hat. Oder? Alter! Was hält der denn aus? Nein, 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 nein. Niemand sieht mich, nein, nein, nein. Okay. Ich muss mich jetzt hier ein bisschen vorarbeiten. Bisschen absichern alles. Und ich habe es natürlich nicht geschafft. Und ich hoffe doch, ich habe jetzt meine Munition wieder, weil wenn nicht, muss ich wieder einkaufen gehen und wieder neue Munition kaufen. Ist ja klar. Und das letzte. Nur so wimmeln, ich suche mir einen Aussichtspunkt. Und das Let's Playchen fängt ja hier schon wieder super an. Ist er da noch? Nee. Oder? Nein. Der ist auch nicht mehr da. Ich glaube, den ersten Schlüssel habe ich jetzt schon quasi. Das ist ganz praktisch. Ja, den habe ich jetzt schon. Perfekt. Dann ist doch nicht alles verloren. Oh, verdammt. Das war knapp.
Liegt da ein Schatz? Hinterm Wasserfall. Was für ein ausgefallenes Versteck. Den ja jetzt treffen. Alright. Beide down. Weiter geht's. Langsam vorrücken. Wir machen das hier. Wir. Nee, ich mache hier das gar nicht mal so schlecht, denke ich. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr es am besten gemacht hättet. Warte, komm mal ran. Ich habe eine Idee. Komm rein. Hey, wer ist? Ich sehe meinen Namen. Was du? Komm hier rein. Komm raus, wo immer du aufsteckst. Alright, ich komme. Du hast gesagt, ich soll kommen, und da war ich. Also jetzt nicht beschweren. Ich habe nur gemacht, was gesagt worden ist. Alter, hier liegen auch ganz schön viele Schätze. Ich sehe die hier aber. Was war das? Ich sehe die hier aber auch alle gar nicht. Hier ist keiner mehr. Jetzt zum Funkgerät. Alles klar. Dann wollen wir mal. Ich glaube, hier ist jetzt keiner mehr. Gucken wir hier noch ein bisschen um. Wo haben wir die Truhe? Okay. Ist jetzt auch egal, wir haben ja eigentlich genug Geld. Also was ganz Besonderes wird da wohl schon nicht drin sein. Weil wir hier mal hoch. So. Alles klar. Hier auch noch hoch. Also nochmal zu erwähnen, die Grafik ist wirklich echt geil. Und da oben war ich in der letzten Folge und bin da wie oft runtergefallen? 2-3 Mal. Ich muss hier gar nicht hoch. Alles klar. Hier ist keiner drin. Das ist gut. Und schnell funken. In der PC auf. Er will Lösegeld. Mir wurde gesagt, ich soll Käufer auftreiben. Tu das. Sobald das Geld von den Eltern kommt, gehen die Geiseln auf den Schwarzmarkt und wir beliefern deine Käufer. Doppeltes Geld. Das gefällt Papa. Hey, nicht über Funk. Auf der Medusa wurde Alarm ausgelöst, ihr Oh nein. Wir sehen es. Wir sind am nächsten dran. Scheiße, komm hierher. Ich bin soweit. Jetzt oder nie. Also los, wir müssen hier ganz schnell wieder raus. Der Alarm wurde ausgelöst. Ich weiß noch gar nicht, was muss ich jetzt machen. Boah, ich renne hier einfach mal schnell weg. So schnell es geht vom Schiff runter, denke ich. Oh nein. Alles klar. Boah, Granate. Alter, holy, es geht hier jetzt richtig zur Sache. Alles klar. Schnell hier reingerannt. Wow, wow. Alles klar. Alter, es geht hier richtig zur Sache. Ich glaube, ich hätte ein bisschen leiser vorgehen sollen. Okay, er rennt da rum. Fange ich ihn hier ab. Ich mach den kalt.
Alles klar. Wehr dich doch! Na los! Wehr dich! Ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei. Ich wehr mich. Danke. Hey Dennis, bin auf der Medusa. Piraten sagen, dass... Jason, was will unseren Tod? Keine Zeit zum Reden. Komm nach Amanaki, ja? Wir brauchen deine Hilfe. Sind da zwei Schiffe oder kommen da zwei Schiffe? Nein, alles okay. Wir haben es geschafft. Wir haben das Piratenschiff gekapert. Was eh schon auf Grund lag. Also ist... Und es war gar nicht mal so einfach, uns zuerst da durchzuschleichen und uns die Funkschlüsse zu holen zur Zentrale. Keine Ahnung. Aber wir haben es jetzt schließlich doch geschafft und nun geht es weiter in der Mission. Und als nächstes sollen wir... Was sollen wir eigentlich jetzt nicht machen? Ich habe gerade gar nicht zugehört. Ich glaube, wir sollen jetzt einfach hier weg. Das werden wir auch tun. Ich will keine Minute länger bleiben. Alter, ich dachte gerade schon. Oh, danke, habt mir ein Auto mitgebracht. Oh, ist aber nett von euch, Junge, ja? Hm? Dafür bin ich gemacht. Zum Aussteigen. Genau, du bist geschützt. Okay, das ist ja richtig geil. Kann ich dabei fahren? Nee, schade. So unrealistisch ist es jetzt doch nicht. So, hier rüber. Wow. Ich guck mal hier auf die Karte, was wir jetzt als Mindestes machen sollen. Wow. Hier sind schon mega viele Kisten. Die werde ich mal im Offscreen mal alle einsammeln. Messer? Messer werfen. Auf nach Amanaki! Zum Messer werfen! Und da geht's auch, glaube ich, weiter mit der Hauptmission, die wir aber dann erst in der nächsten Runde machen werden. Aber in dieser werden wir noch Messer werfen üben. Okay. Schnellverkauf. Astler. Habe ich eigentlich schon gespeichert zwischendurch? Ja, gut. Ich gehe mal zur falschen Tür raus. Also ich gehe zu gar keine Tür raus, besser gesagt. Oh, Hallöchen. Wie geht's Ihnen denn? Hallo. Ja, ich bin doch schon da. Hallo? Du bist so groß. Ja, okay. Mach deinen Einsatz. Du bekommst 5 Messer und ich bekomme 5 Messer. Alles klar. Ich werfe aufs Ziel und du wirfst. Machst du mehr Punkte als ich, gewinnst du. Ah, fuck. Okay, er hat nicht getroffen. Du musst mehr üben. Okay, man muss die Maus gedrückt halten und dann halt die Geschwindigkeit anzupassen. Hurensohn. Und dann quasi mittig zu werfen. Jetzt wollen wir es hier nochmal probieren. Ah, oh, ganz knapp angeschnitten. Aber die ersten Punkte gehen auf meine Kappe. Ja, komm. Ist okay. Ist ein Computer. Ja, genau. Je besser der Computer, desto besser wirft er auch. Nicht übel. Bam. Okay. Alter, das war jetzt aber mal ein Glückstreffer, ey. Das war ja richtig geil. Kann man das jetzt auch eigentlich quasi so währenddessen machen, wenn man so ein Messer dabei hat? So auf Maustaste das werfen? Das wäre mega cool. Okay. Zack! Bam! Perfekt. Schweinehund! Ich hab nichts gemacht. Ich kann auch nichts dafür, wenn du nicht werfen kannst. Zack! Und schon wieder 10. Ich hatte zwar noch gar keine 10, aber schon wieder 10. Nein. Wir wollen nämlich auch kein Geld verlieren. Was ich... Alter.
Ich will uns mitnehmen. Was wir auf jeden Fall auch tun werden, wenn ich da, glaube ich, um Geld spiele. Hallo! Cool gemacht hier mit den Hühnern. Mit dem Hühnerstall. Ist nice. Joppa, aber dass sie da nicht ausbrechen. Durch die paar Seile. Und was der Liebe, ich habe den Namen vergessen, von uns will, das erfahrt ihr erst in der nächsten Runde. Und damit verabschiede ich mich wieder von Far Cry 3. Schreibt in die Kommentare, was ich besser machen kann, ob der Ton jetzt besser war. Ich gucke mir das Video gleich selber auch noch an und gucke, ob es besser war. Ich hoffe es mal. Also schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Abonniert mich gerne, um sofort zu wissen, was Neues gibt auf meinem Channel. Die neuesten Spiele. Nicht gerade, aber halt andere Spiele, die ich zurzeit spiele. Was rede ich da? Egal. Bis demnächst. Wir sehen uns. Ciao, ciao.